Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Risen 3 Titanlords. Ja, wir befinden uns immer noch auf Kalador und sind hier gerade noch dabei, die letzten Dämonenjäger einzusammeln, die wir im Auftrag des Druiden Eltric hier zusammensuchen müssen. Und hier im Westen ist ein Bereich der Insel, den wir noch nicht erforscht haben. Also immer der komplette Bereich hier drüben. Und das werden wir jetzt mal in Angriff nehmen in dieser Episode. Ich denke mal, da wird auch sicherlich noch eine weitere oder noch eine dritte folgen. Denn die Eltric hat uns auch gesagt, hier im Westen ist irgendwo auch ein Schattenlord unterwegs. Und ich habe ein bisschen Respekt vor dem. Aber was heißt ein bisschen? Sehr viel Respekt vor dem. Ich weiß nicht, wie schwer der werden wird. Also ich vermute mal, der wird uns schon ordentlich aufs Maul hauen. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Erstmal forschen wir hier so ein bisschen die Gegend. Denn wir wollen natürlich auch ein bisschen noch was einsammeln. Und gerade wenn man hier so in die Gegenden außerhalb der Wege geht, findet man ja meistens irgendwie was, so Goldsäcke oder was auch immer. Oder irgendwelche Truhen mit ein paar hübschen Sachen drin. Kann halt so nicht schaden. Hallo, wer bist du denn? Ach Gottchen, was ist das denn alles? Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Halleluja. Ja, ich hoffe, die kommen nicht alle gleichzeitig. Okay, jetzt gehen wir schon mal dazu. Na, das war ja klar, dass er jetzt auch noch angeschissen kommt. Ja, Opferfleisch. Kannst schon irgendwas anderes opfern oder so. Wir werden noch genug finden bei uns, keine Sorge. Und, achso, die Spinne hat schon gebootet. Bist du denn eine Grabspinne? Schön. Oder auch nicht. Ja, aber es ist schon auf alle Fälle eine deutliche Steigerung von dem Schwert zu der Keule, die ich jetzt habe. Ich meine, ich kann die auch noch nicht wirklich perfekt führen, weil ich halt noch nicht so wahnsinnig viele Punkte in Nahkampf gesteckt habe, aber mehr Schaden als das Schwert macht es allemal. Finde ich auch ganz gut so, dass man nicht irgendwie aller Nase lang tatsächlich neue Sachen findet, die besser sind als das, was man bisher hat, denn irgendwie wäre das so ein bisschen unrealistisch, muss ich ganz ehrlich sagen. So ab und zu mal so eine Kleinigkeit, die man ja, ausrüsten kann, die eine Verbesserung bringt, das ist in Ordnung, aber halt nicht irgendwie am laufenden Band. So, was haben wir hier drüben noch? Irgendwas Sinnvolles? Ein Kristall hier vorne sehe ich noch. Ist schön, dass sie so gut leuchten. Wo bin ich denn hier? Ich auf der Karte. Ach, alles klar, ich bin ja unterhalb der Insel, die wir schon erforscht haben. Und da war ja auch eine Hütte drauf, beziehungsweise dahinter. Also in der Nähe war die Hütte. Und die können wir uns auf alle Fälle auch noch anschauen, denn da waren wir noch nicht. Ich bin sehr gespannt, wer da drinnen wohnt oder was da drinnen wohnt. Ist ja ein bisschen kritisch hier, gerade so in der Gegend, die von einem Schattenlord bewohnt wird. Da warte ich eigentlich nicht so wirklich Gutes. Jetzt schlage ich ein paar Schädel ein. Was? Wo? Ah ja, hallo. Hallo, Waldspinner. Wir liegen. Wo ist denn gelandet? Verdammt, da. Ist auch Wahnsinn. Ein Spinnenbein. Also von einer, weiß ich nicht, wie viele Beine die hat hier. 8 Beine oder 6 Beine auf jeden Fall. Dass man nur ein Bein bekommt. Ist ein bisschen sehr suspekt. Wie läuft die denn dann? Doch, ein Bein? Das tat weh. Nee, Bones, geh mal weg. Stehst du mal im Weg hier. So, dann haben wir den Bereich am Wasser, den werden wir uns noch weiter angucken. Damit wir zumindest erstmal den einen Weg hier erforschen. Und nicht gleich wieder in mehrere Bereiche vorstoßen, die
ja, sorgt halt nur für Verwirrung, muss ich sagen. Los, ja, hallo. Kommst du denn noch einmal her? So völlig unscheinbar in einem Busch versteckt. Endlich kriegt meine Waffe was zu tun. Dann werde ich mich nur auf die andere Seite stellen, dann kann er bei uns nämlich von hinten zuschlagen. Auch die hat wieder nur ein Bein bei. Hm. Sehr, sehr ominös auf jeden Fall. So. Die Stelle haben wir ja schon erforscht hier. Das war ja die Stelle, wo wir dann auf der kleinen Insel hier oben waren. Die war allerdings leer, soweit ich das gesehen habe. Da war nicht wirklich viel los. So dunkel hier. Könnte eigentlich wieder ein bisschen Tag werden. Ich hoffe, dass es dann nach der Videobearbeitung nicht ganz so dunkel. So, dann haben wir hier den Weg. Ach komm, wir gehen einfach mal hoch. Das ist echt ein bisschen unübersichtlich. Hallo. Drachenschnapper. Die Bauern sind noch nur für dich da, ne? Du brauchst hier keine Sorgen machen. Du kannst hier noch ganz viel klein haben. Und wenn der Drachenlord kommt, der Schattenlord, dann kannst du dich auch ganz vorne hinstellen und als erstes zuschlagen. Beziehungsweise geschlagen werden als erstes. Jetzt reicht aber mal Bord. Machst du mal was hier? Deswegen willst du mal irgendwas tun. Hallo. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Gerade um das gute Opferfleisch. So. Nee, wir gehen erstmal hier hinten in die Richtung. Und dann schauen wir mal, was denn in der Hütte da so rumspringt. Komm her, du Krabbelfieh! Toll, völlig unscheinbar im Schatten verborgen. Hallo. Warum kommen die nicht alle zu mir? Kann ich mal irgendwie auf Bones sich konzentrieren? Das hätte irgendwie was. Na, guck mal her, Bones. Kann ich mal einen anderen draufhauen. Sehr schön. So, mal schnell noch ein bisschen Proviant futtern. Ich meine, ich habe ja wahnsinnig viel Proviant im Rucksack. Ich habe jetzt noch 138 mal Proviant. Das sollte auf alle Fälle noch eine ganze Weile reichen. Ich sollte es halt aber auf jeden Fall verbrauchen. Denn sonst bringt mir das nichts. Nur mit sich umschleppen. Ja. Davon wird keiner satt. Man muss auch schon mal zubeißen. Das denn hier? Irgendein Vogel. Echt so dunkel. Es nervt ein bisschen. Dass ja kein Tag ist. Aber so ist das. Ist leider Gottes dann wahrscheinlich auch die Möglichkeit, hier eine ganze Menge zu übersehen, wenn man im Dunkeln so lang schleicht. Oder lang rennt. So ein richtiges Schleichen ist es ja nicht. Hat schon wieder irgendwas gehört hier. Ich habe schon gleich die nächste Spinne angeschissen. Ja. Alles klar. Nur eine tote Spinne ist eine gute Spinne.
Ja, ein Königreich für eine Taschenlampe, das hätte echt was. Ist irgendwie der Tag? Irgendwie nicht so aus. Als wenn es in nächster Zeit mal hell werden würde. War da unten ein Lagerfeuer? Ist das die Hütte? Ja, ist die Hütte, alles klar. Dann werden wir uns mal jetzt auf den Weg nach unten begeben. Da sitzt auf alle schon mal irgendwer. Ich hoffe, er ist nicht feindlich gesonnen. Hallo. Ein Jäger, alles So klar. ein Plätzchen ist nicht schlecht. Hier lässt sich's leben. Hast du die wilden Tiere vergessen? Nein, die verputzen wir zum Frühstück. Genau. Was treibst du dich hier im Wald herum? Es ist ziemlich gefährlich hier. Am besten bleibst du auf den Wegen und gehst nicht weiter nach Norden. Mach dir um mich mal keine Sorgen. Mach ich nicht. Du wirst schon wissen, was du tust. Sei vorsichtig. Ich weiß, was ich tue, auf jeden Fall. Warum ausgehen nach Norden? Ist ja gar nicht mehr so viel. Also gut, der Turm ist dort, aber da gab es ja nur eine Kiste. Ich fürchte, wir werden das noch rausfinden. Einen kleinen Schluck trinken hier für unterwegs. Ich fürchte, wenn ich hier irgendwas mitnehme, dann hauen die mir aufs Maul. Pronach. Pronachs Schlüssel. Ist der nicht irgendwie so? Den ich da gefunden habe in der Taverne? Der kommt mir so bekannt vor, der Name. Pronachs Schlüssel, glaube ich. Aus deiner Haut mach ich mir eine Mütze. Ach Gott. Könnte ich aber echt nochmal gut verstecken hier im Dunkeln. Ein Grund mehr, dass es nicht hier Tag werden soll. Ich weiß gar nicht, kann ich da hinlegen im Haus? Vielleicht gleich mal ausprobieren. So, mal hier ist ein Teleportstein, das sieht man ja schon von Weitem. Na gut, gehen wir zurück zum Haus und ich werde mal versuchen, mit diesem Bronach zu sprechen. Also den werde ich mal aufwecken, mal unsanft. Und mal ein bisschen ausquetschen. Ich hoffe, der kann mir irgendwie ein paar Infos geben. Vielleicht zu dem Schlüssel oder sowas. Und dann schauen wir mal, was dann dabei rauskommt. Das ist ja mal eine Überraschung. Ein Fremder hier in der Wildnis? Wie heißt du? Mein Name ist. Psst, hast du das gehört? Da raschelt ja doch was. Hier muss man verdammt vorsichtig sein. So und so, weil dass man nie den Namen des namenlosen Helden erfährt. Gefährliche Gegend? Naja, hier in der Wildnis musst du aufpassen wie ein Luchs. Überall Viehzeug. Insofern ist ein Kerl wie du eine willkommene Abwechslung. Andererseits, wenn das Viehzeug nicht wäre, hätte ich auch kein Essen auf dem Teller. Nur die großen Exemplare gehen mir gegen den Strich, jagen mir ständig die Beute ab. Deine Hütte liegt ziemlich abgelegen. Ja, ist mir auch ganz recht. Die Menschen da draußen stehen ständig unter Stress. Aber hier im Einklang mit der Natur hat man seine Ruhe. Moment, war da nicht wieder ein Geräusch? Mich hör nix. Hast du keine Angst vor den Schatten? Nein, warum auch? Du denkst wohl, die dicken Mauern der Zitadelle bieten mehr Schutz als mein Wald hier, richtig? Da täuschst du dich aber. Die Zitadelle ist nichts weiter als ein Käfig, erbaut aus kaltem Stein. Aber hier kenne ich jeden Pfad, jeden Strauch und jeden Ast. Und sollte es zum Kampf kommen, kann ich mich auf meine Jungs hier verlassen. Denen traue ich weit mehr zu als allen anderen. Ich würde die Mauern bevorzugen, auf jeden Fall. Große Viecher? Genau mein Ding. Wirklich?
Ist dir klar, dass die einen ausgewachsenen Menschen in Stücke reißen können? Nimm die Jagd nicht auf die leichte Schulter. Im Rudel sind diese Biester mordsgefährlich. Was redet ihr denn eigentlich? Ein großer Jäger wie du macht doch bestimmt reiche Beute. Gut erkannt, Junge. Befolge die Regeln des Waldes und er wird sich um dich kümmern. Hier, das hat die letzte Jagd abgeworfen. Behalt es ruhig. Was gibt es hier zu jagen? Vom Varan bis zur Grabspinne treibt sich hier so ziemlich alles an Viehzeug rum, was du dir vorstellen kannst. Aber wenn man ganz genau hinhört, dann hört man hier ein sehr merkwürdiges Geräusch. Ein Tier? Vermutlich trifft man darauf, wenn man im Norden über den Wasserfall geht. Da ist irgendetwas Großes. Ich rate dir, sehr vorsichtig zu sein, wenn du dahin gehen willst. Bring mir etwas über die Jagd bei. Was genau willst du wissen? Das wird natürlich auf jeden Fall das nächste Ziel werden, wo wir hingehen. Der Wasserfall. Fälle. Na gut, kann ich jetzt Fälle sammeln von irgendwelchen Monstern, Krallen entfernen. Also Zähne habe ich jetzt schon, glaube ich, gelernt. Zähne ziehen und noch irgendwas zum Sammeln. Ach, Schuppen oder irgend so ein Kram. Ja, ich habe keine Ahnung. Magische Tiertrophäen. Tja. Keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, gar nicht mehr so viel Gold. Mal kurz gucken. Wie viel ich eigentlich noch habe. 3725 würde rein theoretisch reichen. Bring mir etwas über die Jagd bei. Was genau willst du wissen? Zeige mir, wie ich die Krallen von Tieren ziehen kann. Das funktioniert fast genauso wie bei Zähnen, vorausgesetzt, du hast eine geeignete Klinge dafür. Zieh einfach an den Krallen, bis sie herausbrechen. Zur Not schneidest du die Fußsohlen auf und hebelst die Kralle dann heraus. Klingt nicht so gut. Aber wenn die Viecher tot sind, dann ist ja egal, dann brauchen sie die Krallen ja auch nicht mehr. So, was haben wir denn noch? Fälle abziehen? Ich weiß nicht, Trophäen ziehen. Ach komm, das nehmen wir mal mit. Bring mir bei, wie ich magische Tiertrophäen ziehen kann. Das ist etwas schwieriger. Schaue dir das Tier genau an und überlege dir, welches Teil von ihm eine Trophäe wert ist. Der Rest hängt davon ab, welches Teil du dir ausgesucht hast. Bei Trophäen musst du äußerst vorsichtig sein, damit du sie nicht beschädigst. Sie verlieren sehr schnell an Wert. Naja. Du Drecksack! So. Darf ich ja nicht schlafen? Hallo. Hallo, willkommen im Schattenreich. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Seelenstaub, was ist das denn? Ach, hallo, wo bist du denn? Ah, mein Schädel. Schon wieder ein Albtraum? Es wird immer schlimmer. Ich kann das Schattenreich förmlich riechen. Gut, also ich darf hier offensichtlich nicht schlafen. Nun ja. Dann werden wir uns ja demnächst mal nach Norden zum Wasserfall begeben, um dieses, ja, was auch immer, Viech zu erlegen, von dem Bronach hier gesprochen hat. Aber bis dahin müssen wir erstmal eine ganz kleine Pause machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne wieder ein Like da lassen, einen Kommentar sowieso. Und dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen Tag oder was auch immer, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.